Goldpriester will euch in diesem Video mal ein paar Infos zur Roadmap geben. Im Zuge zum Release von Battlefield 5 am 19. Oktober gibt es ähnlich wie zu Battlefield 4 Zeiten wieder eine Roadmap mit besonderen Ereignissen. Die Roadmap ruft ihr über das linke Menü auf. So wie ich die Roadmap verstanden habe, werden in Etappen immer wieder neue Skins, Items und Erkennungsmarken zum Freispielen aktivierbar. Gestartet wurde die Roadmap am 23. Mai, die nächste Stufe startet am 29. Mai, dann am 5. Juni, dann am 12. Juni und die letzte am 19. Juni. Zum Freischalten braucht man nur eine gewisse Punktzahl erreichen. Für die erste Etappe vom 23. bis zum 29. Mai waren es 30.000 Punkte. Solltet ihr die erste Etappe abgeschlossen haben, müsst ihr die Skins noch abholen. Einfach auf die Bilder klicken, dann kommt ein Sound und dann habt ihr sie freigeschaltet. Dann müsst ihr euch noch einmal kurz neu einloggen und erst dann könnt ihr die Skins verwenden. Besonders erwähnen sollte man noch, dass die Roadmap auch Skins für Battlefield 5 enthält. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man die ganze Roadmap auch noch ab 17. Juni freispielen und abschließen, aber schaut lieber vorsichtshalber einmal pro Woche im Spiel vorbei. Außerdem wurden im Zuge der Roadmap auch noch die täglichen Schrottpunkte erhöht. Nun kann man täglich bis zu 600 Schrottpunkte erspielen. Außerdem gibt es im Zuge der Roadmap alle Erweiterungen für Battlefield 1 und Battlefield 4 kostenlos im Shop. Vom 23. bis zum 29. Mai ist es die Erweiterung In the Name of the Tsar für Battlefield 1 und für Battlefield 4 ist es die Erweiterung Final Stand. Einfach beim Origin-Klienten und Angebote schauen, dann einfach durch die Liste durchblättern und das Angebot anklicken und in den Warenkorb verschieben, dann ganz normal den Vorgang abschließen und am Ende bei der Kasse müsste dann 0 Euro drinne stehen. Lasst mal ein paar Likes und Abos da, wir sehen uns im nächsten Video, euer Goldpriester, ciao.